Ausnahme ist beliebter Merchandise-Artikel, offizielles Trendtier des Jahres 2019 und zugegebenermaßen auch für mich eins meiner liebsten Tiere in der Ausstellung. Mit dem heute so populären Huftier beschäftigte sich Alexander von Humboldt allerdings schon vor über 200 Jahren. Er untersuchte auf seiner 5-jährigen Amerika-Reise zahlreiche Ethnien, Pflanzen und eben auch Tiere, von denen sich der damalige Europäer keinerlei Vorstellung machen konnte. Da es in Humboldts Reisegruppe damals keinen professionellen Zeichner gab, musste Alexander von Humboldt selbst zum Stift bzw. zum Pinsel greifen. In diesem Kontext ist wohl auch die Tuschezeichnung des Lamas entstanden. Das Lama, wie auch andere Zeichnungen, diente später als Vorlage für die prächtigen Illustrationen in Humboldts mehrbändigen Reisewerk zu den sogenannten Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents. Die Sichtung und Aufarbeitung seiner Reisenotizen, Zeichnungen und Fundstücke sollte bis an Alexander von Humboldts Lebensende dauern. Viel Zeit davon hat er an seinem Arbeitstisch in der Oranienburger Straße 67 hier in Berlin verbracht. Der Schreibtisch, den Humboldt 1827 erworben und an dem er auch den Kosmos geschrieben hat, wirkt äußerlich eher schlicht. Er ist aus Birkenholz gefertigt, besitzt zwei große Schubfächer und ist auf Rollen montiert. Für mich ist das Objekt besonders faszinierend, da es seiner Zeit vorausscheint. Das schlichte Design, die Ziermaterialität und Mobilität machen den Tisch im Gegensatz zu den gängigen wuchtigen Schreibschränken oder den kunstvollen Sekretären des 19. Jahrhunderts außerordentlich modern, erinnern fast an Stücke heutiger Möbelhäuser. Anders als zu erwarten, wurde Humboldts Arbeitstisch von unseren Kuratoren nicht in Berlin, sondern in der Pariser Sternwarte entdeckt, wohin der Tisch über viele andere Stationen gelangte und schließlich an den Ort kam, an dem Humboldt nach eigenen Angaben die schönsten Nächte seines Lebens verbracht hatte.